fuck, fuck. Schätzchen, sobald wir da draußen sind, kriegst du eine Standpauke von mir. Boah, cool. Also Schätzchen, da wäre doch jetzt... niemand mehr sterben. Sagte sie. Hallo? Da wäre jetzt aber ein Kuss auf den Mund gegangen. Ich meine, hallo, guck mal, wo er jetzt ist. Ich möchte jetzt kurz eine kleine Trauerfeier abhalten. Für einen meiner Sorte verstorbenen, hochintelligenten, also ich nicht, aber er, Nerd. Wo auch immer er sich jetzt befinde, er möge mit Master Chief zocken und, keine Ahnung, im PlayStation 4 Himmel sein oder so. Genug der Worte. Ihr schaut mich ja nicht nur an wegen meinen Worten. Aha! Ah, da komme ich her. Das war nur ein Test. War nur ein Test. Für einen Ernstfall. Wow! Yeah! Hey. Nie mehr klettern! Woo, ich werd fett! Yeehaw! Ich hab einen Fähigkeitenpunkt gekriegt. Gibt's eigentlich hier was? Nope. Scheint denn nicht so. Machen wir erst einmal da. Ich muss mich mal ein bisschen mit meinen Kommentaren hier zurückschrauben, weil ziemlich viele Leute von euch Frauen sind, beziehungsweise Mädchen, die uns angucken. Oh, alles nur wegen meiner pornösen Stimme, gibt's doch zu. Nein. Nein. Ich weiß nicht. Ja, definitiv ja. Können wir was tunen eigentlich? Nein. Nein. Schalldämpfer. Ah, okay, komm, lassen wir mal. Halt. Warte mal. Genau, machen wir da Schalldämpfer bitte drauf. War was? Ein altes Tagebuch. Alter, hast du Narben hier. Kratzer. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden.
Ja, jetzt habe ich gerade zurücklehnen wollen. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. And I need it now. Ui, da gibt's was. Mach da Ladoff. Ah, ich weiß, wo ich bin. Aha, es hat geklappt. Au. Verdammt, falsche Taste. So, wo muss man hin? Zurück. Oh. Nett. Ah, jetzt können wir das Grab machen da unten, oder? Jawoll! Miau, miau! Das ist ein Tempo-Zuru. Präge ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Okay. Danke fürs Erklären, was das jetzt auch wirklich ist. Ja, da liegt ein Zettel. Belohnungsorte ansehen, aha. Das wollen wir gerade aber nicht. Ja, wir müssen hoch. Habe ich mir gedacht. Ja, was ist? Wow. Mädchen. Nein? Bestimmt nicht. Da geht's irgendwie nicht lang, hä? Aber... Wow! Alter! Das war haarscharf, ja? Mach doch mal ein kleines Lamp, Leo. Schubidubidubdidu. Hallo, Kreatze. XP. Wow. Oh. Expressway. Und sachte, abnehmen. Und McDonald's. Und abnehmen. McDonald's und... Scheiße, hilft mir mal einer. Au. Das tut vielleicht weh. Sie schön. Ihr Penner! Alter. Gib mir all dein Dingsbums. Und du auch. Und du erst recht.
Danke für die tolle Beschreibung. Ach komm schon. Bist du irgendwie selbstmordgefährdet heute, oder? Aber jetzt richtig, komm, mit Schmackes. Gut. Bist du eigentlich bescheuert jetzt? Okay. Weh, du schaffst jetzt nicht. Mein Fehler. Tut mir leid. Okay, komm jetzt einmal ohne Scheiß, okay? Okay, ohne Scheiß. Ich meine, du hast nicht 1000 Leben hier, ne? Wenn es den Zuschauern zu blöd wird, dann muss ich hier abbrechen. Das will natürlich keiner. Uah! Das war knapp. Da ist irgendwo das Grab. Oh, Entschuldigung. Wo war denn das? Da ist es. Nö. Hä? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ein Geocache. Hier war doch irgendwo das dämliche Grab. Ich bin mir fast sicher. Ein Schwein! Oh mein Gott, ich hab's grunzen gehört. Da ist es. Hallo? Ich war nicht mal in der Nähe. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Kaputt? Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, yes. Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Guter Mann. Meine Meinung. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut den See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Darth Vader. Dieser Ort ist verhext. Oh, falsches Game. Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Oh. Ich auch nicht. Danke, gibt's ein Tagebuch? Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Was das? Nur so als Tipp, weil sie dieselbe Blutslinie haben? Hat die nicht am Anfang gesagt, sie ist mit ihr verwandt? Eine Vorfahrin? 8 von 10, ui. Toll, wo muss ich jetzt wieder hin? Jo, alles fresh. Oh cool, ich kann mit dem reden.